Party Time. Hallo und willkommen zurück. Party Time. Bei 7 Days to Die mit Danu und Xar. Servus. Hi. Nacht 7. Sie kommen an. Es geht los. Von rechts kommen sie. Vom Eingang gesehen. Achso, er sollte mal auch drücken fürs Nachladen. Oh, was ist denn das für eine Zombie? Schnelle. Das ist mir klar. Nee, aber so eine habe ich noch nie gesehen. Muss eine der neueren sein. Aha. Ich hab noch Gewitter dabei. Du Scheiße. Alter, still du blöder Zombie. Du Scheiße, vom Eingang her kommen wir. Obwohl, da habe ich eigentlich ganz gut verstärkt zuletzt. Da habe ich die Eisensachen. Runtergeplumpst. Wer ist runtergeplumpst? Ja, nicht nach draußen, nach innen, keine Angst. Ach so. Ach, aber Angst eh nicht, ich bin's ja nicht. Angeblich? Ja. Sollen die ja jetzt die ganze Nacht durchkommen. Und nicht nur bis 12 Uhr. Wäre nicht schlecht. Wäre nicht schlecht? Ja. Ja, was denn? Du wolltest das immer spannender haben. Wir müssen die mal weglocken, glaube ich. Xar, oder was machen die Spikes hier vorne? Na, geht noch, ne? Die sehen eigentlich noch gut aus. Läuft vor allem flüssiger, trotz dass so viele Zombies hier unterwegs sind. Ja. Auch viel flüssiger. Ja. Das sind die Cheerleader, quasi. Das Cheerleader zum Team. Naja. Seit dem Update gibt's die, ja. Ja, ja. Eigentlich von der vorbeikommen, oder? Und sich mit dem noch ein bisschen anlegen. Nein. Das sind ein paar neuere Zombies dabei, oder? Mhm. Das ist auch so ein Brennender, lustigerweise, weil wir so nah an dem anderen Biom sind. Nee, nee, die kommen auch jetzt immer. Immer? Auch die Feral können immer kommen. Oh, wie sieht die unsere Mauer aus? Habt ihr da einen Überblick? Nein. Ich schau mal rein. Ich kann doch nicht was machen. Okay. Wollt ihr die ein bisschen ums Haus ziehen? Oh. Okay. Dann sparen wir Pfeile, wisst ihr? Da haben wir nicht mehr so viele. Genau. Und diese Hausparty. Dann ziehen wir mit ihnen ein bisschen ums Haus. Die Zombie-Polonaise. Yay, okay. Hier vorne habe ich nämlich schon schön diese Treppen gemacht und aber gut, die gehen jetzt eh nicht mehr so zurück, dass sie da runterfallen würden. Oh. Reparier mal soweit. Ja, ja, repariert nun mal. Oh. Ja, das wird reparieren. Ich hol mal vorne noch ein paar ab. Zombies? Hier, ja. Vor allem gut, wie sehr wir diese Schießscharten nutzen, ne? Ja, voll viel. Da kommt's mit. Oh, mich hat gerade irgendwas erwischt. Ja, der eine war gerade ziemlich hoch. Ja. Ist ja gut, dass ich jetzt noch genau ein Leben hab. Ja, komm runter und hol dir eine Bandage. Ja, die normalen Bandagen bringen ja da nichts. Also ich mach mal das da. Wir haben doch Heilbandagen, oder nicht? Zwei. Wir haben doch, Luther. Ansonsten schmeißt ja die, die Tabletten ein. Die heilen ja auch. Painkiller, ja. Ja. Ich brauche eine Alternative. Ich glaube, das ist ein Feral, oder was ist das hier? Nee, was ist denn das für einer gewesen?
So. Auf jeden Fall können wir jetzt ganz gut looten hier. Oh ja. Ja. Ups. Hm? Ich habe irgendwas gehört, was kaputt gegangen war. Ja, da hat ein Zombie eben die Metallverstärkung von der weggeklopft. Okay. 60 Metall einfach so dahin. Na gut, einfach jetzt kommen sie auch von hinten. Ach so. Oder von der Seite, ja. Gut. Wenigstens gleich verteilt dann. Alter Vater. Komm, du Dicke. Also die Scharten bringen wirklich gar nichts. Du siehst einfach nichts, ne? Du siehst die ganz kurz vorbei huschen. Ja, unter Tags wird es besser sein, aber nee, auch da nicht. Brauchst du es nicht. Nicht? Nee, du siehst also einfach nichts. Weil die Schreierin vorbeikam, war überhaupt nichts zu sehen. Die ja, dann können wir es gegen normale auswechseln. Ja, so. Ja gut, ich sag mal so. Immer noch besser als nichts, weil ich meine, die halten ja genauso viel aus. Ja. Haben sie gleiche Haltbarkeit und dann ist okay. Passen ja auch genau gleich hier. Oh. Oder nein, ein bisschen mehr. Oh, Level up, das ist schön. Ich glaube, wir haben's. Nee, da kommen noch mehr. Hat doch geheißen, sie kommen die ganze Nacht jetzt. Auch ein Level up, sehr schön. Da kommt noch eine Runde. Kommt wirklich die ganze Nacht. Läuft, ja. Wenigstens ist uns nicht mehr so schnell langweilig. Das ist die Chili? Chili? Nö. Was ist das? Die sind ja auch die Großmutter-Zombie. Achso, echt? Hab ich jetzt gerade gar nicht. Kann ich helfen? Aber sonst haben sie so ein komisches Frisur. Großmutter-Zombie. War schon zu Lebzeiten ein Zombie. Ganz schlecht. Scheiße. Ich bin draußen. Na dann sammeln wir den Loot ein. Einfach eh gedrückt halten, da liegen ein paar Taschen drin. Ja, du bist lustig. Ich muss irgendwie wieder hochkommen. Dürfte ein bisschen schwierig werden. Ja, noch haben wir Erfolg von daher. Könnt ihr die mal so ein bisschen um die Ecke ziehen, nach rechts oder links, nach links beispielsweise? Von euch aus nach rechts. Ah. Folgen Sie mal nicht. Hinter dir kommt ein Zombie-Koja abbauen. Wie war das mit der Spannung? Hm. Ja, es wusste ja keiner, dass du das absichtlich so machst, also.
Da ist noch irgendwie. Spinnen! Jetzt wird es ja nochmal richtig spannend. Ja, wir hätten den Überhang gebraucht. Okay, okay, ist tot. Gut. Ich hab nicht Blutung. Okay, dann mach du erstmal. Da kommt noch einer, aber das ist kein. Das ist ein normaler. Kann sie echt mit der Fackel tot machen. Stündchen noch. Kann man sie mit der Fackel anzünden, oder wie? Ja, unter Umständen brennen sie, aber ich habe es jetzt bei dem nicht geschafft. Unten kommt noch was am Eingang. Aber es lässt nach, ne? Also, ja. Es kommt zwar die ganze Nacht durch, aber sie nehmen ab die Zombie-Mengen. Das ist auch gut so. Oh ja. Brauche ich die Brücke schon mal langsam wieder? 31 Pfeile noch. Oh scheiße, da ist ein Zombie, der da liegt. Der blockiert's. Mach mal was. So. Jetzt eine halbe Stunde werden wir doch hoffentlich überleben, ansonsten reiße ich so schnell wieder ab. Sieht aber gut aus. Morgenkraut. Können wir looten gehen. Das wird gut. Tot? Jetzt schon. Warten wir. Na ja, dann runter, oder? Da kommt noch was. Na ja, dann sag. Na toll, der schafft's auch direkt. Arsch mit Ohren. Intelligent geworden. Müsste eigentlich tot sein, oder? Der zappelt nur noch. Na gut, jetzt aber. Das ist ruhig. Hab noch einen Kriecher. Ja, jetzt aber raus. Jetzt sind sie gleich langsam. Okay, ja. Raus. Runter mit dir. Ich gehe links rum. Und zerlegt sie, die ihr gelootet habt. Ich will jetzt erstmal looten, bevor was despawnt. Es despawnt ja jetzt nichts mehr. Doch. Ja, die, natürlich, die nach einiger Zeit schon. Und, hab einen Zombie da. Da liegen Loottaschen rum. Geht's? Ja. Weil die Untergeheil ist weiß echt dämlich. Da kommt mir überhaupt nicht an die ganzen Zombies oben ran. Es tut mir leid, ich musste einfach nur sicher bauen. Ah ja, das ist doch so. Wir brauchten ja schon einiges Bike rein. Kann man alles besser machen, aber jetzt haben wir erstmal. Dafür ist der Zombie-Loot schlechter geworden, glaube ich. Obwohl ich schon Loot geskillt habe. Dabei. Ne? Sehr wenig, ja. Und wenn dann nur ziemlich ein Schrott. Dafür kann man jetzt aber, habe ich das Gefühl, zumindest näher an die. Und verdammt. Wolltest gerade sagen, man kann näher ran und hast da weh dann. Nee, ich habe aus Versehen auf die Spike geschlagen statt auf den. Zombie. Oh, da war mal Munition drin. Siehst du mal. Ich habe extra schon Loot gelevelt hier. Ich weiß nicht mehr genau, wie er heißt. In Scavening. Nee, nicht den, sondern diesen speziellen. Ja, ich weiß, was du meinst. Komm ich nicht hin. Komm ich nicht hin. So.
Gut, schon vorne an den. So. Ah, da war noch Loot drin. Eieiei. Ja. Aber wir haben die erste Nacht überlebt. Also die erste Welle. Ja. Und ganz souverän. Relativ souverän, ne? Mhm. Abgesehen davon, dass ein paar Spikes hier kaputt sind, die kriege ich aber jetzt wieder hin. Mhm. Ja. So. Schön. Hat gehalten. Jetzt müssen wir uns nur Gedanken darüber machen, dass wir unsere Basis jetzt, sag ich mal, sinnvoll erweitern und aufbauen. Das war jetzt eine Notgeschichte, jetzt irgendwie... Ja, jetzt sollte man dann endlich eine Mauer, damit wir dann das Häuschen bauen können. Genau, dass wir außen rum eine Mauer ziehen. Mhm. Die Frage ist auch, wo in etwa? Da in etwa, gut, ich denke mal, das Haus, was wir da oben haben, also von der Grundfläche her. Mhm. Ja, aber ich sollte noch rechnen, dass wir ein bisschen Platz zum Anbauen haben, oder wollt ihr draußen anbauen? Ich meine, gehen tut beides. Ach, zum Felder anbauen, meinst du? Ja, sollten wir auf jeden Fall. Ich denke, da könnten wir schon für drinnen Platz lassen. Mhm. Also oben aufs Dach oder so ging nicht. Das hattet ihr mal getestet und dann passt das ein, oder? Geht nicht? Schon, aber du musst damit rechnen, dass du unten dann alles abstützen musst. Wäre halt das Simpelste, so einen Garten auf dem Dach zu haben. Also so. Koja baut ihn? Nö. Oh. Geht, dann geht's nicht. Ja, es geht. Es geht. Wir hatten einen. Er ist nur einmal komplett runtergekracht. Boah, verdammt. Nein, eigentlich zweimal. Aber am Ende hatte ich einen Garten am Dach. Aha. Allerdings war unser Haus ein bisschen geräumiger als das da oben. Genug Holz? Ernsthaft? Nö, kann doch nicht sein. Achso, da brauche ich ja Metall für die schon, ja. Ja, also ansonsten glaube ich, wäre es zu viel Platz, was wir brauchen, um halt da jetzt noch eine Anbaufläche einzumauern. Wenn du überlegst, wie viele verschiedene Felder wir brauchen, also... Ja, ist nicht so schlimm. Wenn man es regelmäßig macht, muss man nicht zu irrsinnig viel anbauen. Irgendwie haben wir gerade Ruckler oder Lex oder keine Ahnung, ich komme nicht an die Kisten ran. Und etwa 10 Minuten später gehen dann plötzlich alle Kisten auf einmal nacheinander auf und dann komme ich wieder in keine mehr rein. Huch. Okay. Müsste eventuell mal neu einloggen, aber ich weiß nicht, wie es bei Dano ist. Ich klopf gerade nur Stein, bei mir ist. Achso. Ich krieg nichts mit. Also ich besorge wieder Ressourcen. Gut, also wie können wir es machen? Wenn wir draußen eine Mauer bauen wollen. Müssen, sowieso. Mhm. Wir wollten das ja so ein bisschen abstufen. Ja. Also eine Mauer bauen und unter der Mauer dann direkt eine Stufe machen und dann. Und dann die Spikes dahin. Oder wollen wir die Spikes so schräg an den Hang machen? Wenn ihr mal kommt mal mit, dann lässt sich das besser besprechen. Okay, Moment, ich komme. Zum Eingang am besten. Mhm. Ich war ja nur unten beim Stein, ich bin schon wieder da. So, Mauer. Also hier auf der rechten Seite. Weiter rum. So, hier. Hier habe ich das so abgeschrägt, ein bisschen stufig unten. Unten ist eine Stufe drin, oben, das war eine natürliche Stufe. Mhm. Und dann haben wir hier so eine Schräge. Wollen wir die Spikes so machen oder wollen wir sagen, wir machen eine Kante? Also nicht so schräg, sondern eine 90-Grad-Kante. Also was Looten angeht, fände ich eine Gerade besser als eine Schräge, weil da kommst echt kacke hoch zum Looten. Okay. Ach, schon tut's aber ganz gut. Ja, also oben an die letzte Reihe kommst du schlecht, Xar. Die hätte ich auch weg. Aber die Schräge hier selbst kannst du wunderbar abluten. Ach so, ja, das schon, ja. Ne, also jetzt vorstellen, die Schräge und direkt dahinter ist die Mauer. Mhm. Nicht da oben noch diese Spike-Reihe, an die du von hier nicht kommst. Ja, das wäre okay. Dann könnte man es auch so machen, ja. Ist halt die Frage, was Sinn macht, weil so kommen die Zombies an die Mauer ran. Man könnte auch sagen, wir machen hier so ein
90 Grad. So, dass man die mittlere Reihe quasi wegmacht und dafür noch runterbuddelt. Und dafür unten hier komplett Spikes. Dann hätte man halt eine Mauerverlängerung quasi durch Erde nach unten. Weiß nicht, ob ihr es euch vorstellen könnt, was ich meine. Ja, ja. Oh, ja. Dann kämen die Zombies gar nicht an die Mauer, würden aber gegebenenfalls in die Erde buddeln, ich weiß es nicht. Ja, die würden in die Erde buddeln und dann müssen wir früher oder später dort auch Frames hinsetzen. Okay, also ist es dann letzten Endes egal. Dann kann man es auch gleich schräg machen und kann es ganz gut abluten. Mhm. Aber du möchtest die Spikes gleich da bauen oder wo kommt die neue Mauer hin? Nee, dann hätte ich jetzt die neue Mauer gesagt. Wohin? Wenn ihr noch hier seid. Ja, ja. Eine Reihe frei, wo man laufen kann hier und dann Mauer. So hier so. Willst du das dann gleich so wegputteln, wie gedacht? Also so, so terrassenförmig oder? Hätte ich dann gesagt, ja. Also wie gesagt, ich bin ja auf eure Meinung gespannt. Ich meine, ihr kennt das Spiel besser als ich. Aber ich hätte dann jetzt gesagt, hier, begradigen. Ich mache jetzt einfach mal eine Kante rein, notfalls füllen wir es wieder auf. So, hier begradigen und dann hier halt die Mauer hin. Oder wir... Kannst immer noch hier zwischendurch laufen oder noch eins tiefer halt. So. Ja, oder wir setzen die Mauer ein bisschen weiter unten hin und haben dafür oben ein bisschen Luft, uns eher eine gescheite Hütte hinzubauen. Hätte ich auch fast gesagt. Jetzt mal, ja, und dann hast du nur weniger Platz für Spikes, für so eine Spike-Wand. Aber okay, können wir machen. Wir können die Wand, Mauer auch, keine Ahnung, hier hinsetzen. Oder bist du noch tiefer? Da, wo willst das du? Naja gut, ich meine, wenn wir gleich eine richtige Wand bauen, dann hätte ich die gleich so groß gebaut, dass wir dann eine ganze Weile dran sitzen und bauen. Ja. Also dann, wenn, dann hätte ich die, keine Ahnung, etwa auf der Höhe einmal ringsrum gebaut. Nee, hey, das ist zu tief. Diesen steilen Berg hier, den sollten wir schon nutzen. Ja, weil wir halt ja doch irgendwann in den ersten Folgen gesagt haben, wir machen hier mal alles platt und schippen uns dann ein richtiges Plateau drauf. Und nicht nur so ein Puppelstückchen da oben. Oh oh. Also gut, wir können natürlich auch so bauen und nachher lassen wir uns die Base einstürzen, haben dann ein großes Plateau und bauen alles neu auf. Ja, was? Moment, also dann da oben alles wegbuddeln. Ich dachte, wir hätten jetzt ja schon das Plateau gebuddelt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wir haben hier oben schon die Nase weggebuddelt. Achso, ich dachte, das wäre nur so ein Provisorium für einen Anfang mal. Ja, ja, wie gesagt, das Steile sollte man ja schon nutzen. Wenn wir den Hügel hier wegmachen, dann haben wir ja quasi Flachland. Was also wenn wir da so eine Burg drauf machen wollen, dann sollten wir das schon noch nutzen, das Steile. Also ich finde, diese Mauer hier an dieser Stelle ist sie vielleicht... Naja, nicht... also bei der Größe würde ich eher von der Badewanne als von der Burg reden, aber... Sehr bitter. Also, Kuya, ich würde dahin gehen. So als Zwischending, da haben wir es ja wohl noch die Schräge. Nee. Oh. Mir wirklich zu tief. Weil, ich meine, nee, zieh's halt mal weiter. Dann bist du hier unten, bist du schon im Flachen. Man muss ja einmal rundrum. Ja, das gut. Ist viel Platz. Unterschätzt das nicht, was man da oben dann noch bauen kann. Das ist mehr, als wir in der alten Staffel auf jeden Fall hatten. Deutlich. Ja, also ich würde ein unteres da nehmen, das da. Naja, Gott, ich meine, lass mich überstimmen, aber ich fänd's... Nee, ich denke, das wird schon gehen, wenn man so... Boah. Also das da tu weg, so. Ich würde die da nehmen. Doch, weil da kannst... Ja, weil da kannst noch schön unten die Spikes machen. Ja, wir müssen okay. Wir machen es ja nicht quadratisch, ich meine, wirst das ja nicht abmessen, jeden Millimeter, also von daher sehen wir es ja bei jeder Seite dann. Du kannst übrigens eine deutlich bessere Schaufel auch holen, gell? Ach Quatsch, wer braucht schon gute Schaufeln? Okay. Wenn man Muskeln dann hat. Dann scrap ich halt das gute Werkzeug einfach. Hinter dir kommt ein Zombie, Achtung. Der nicht so rumwackeln würde, hätte ich ihn auch schon längst getroffen. Ist er tot? Ja, ja. Okay. Oh, hatte 20 Schuss mit. Ja, wenn mal was drin ist, ist es nicht schlecht. Ich habe vorhin auch ganz gut Shotgun-Shells gefunden. 7 und nochmal 3 andere Muni. Alles in einem drin gewesen. Das heißt,
Ja, wir Gut, brauchen da Holz, die Stein. Mauer hier eh gerade angefressen ist, könnte man ja dann hier oben auch jetzt voll gerade machen, zumindest als eine Ecke hier, oder? Ja, klar, dieses schippelige Eck da auf jeden Fall gerade machen, dafür muss man nur unten wieder unterfüttern. Weil da ist kein Boden drunter quasi. So, die Schuss gehen wir da hinten zu Koja rein. Aha. Ähnliches müssen wir hier machen, hier müssen wir auch Boden bauen, damit das funktioniert, was wir hier vorhaben. Cobblestone Frames? Ach ne, das sind ja Wood Frames, die ich jetzt gebaut habe. Na super. Brauchen wir fürs Haus nachher irgendwann. Bacon und Eggs schon weg? Ja, es waren ja nur 5. Fresshecke. Sag der Richtige. Ich hab auch Hunger. Da auch mal dringend rein. Ja, da müssen wir uns. Au! Verdammt. Wir hatten die Spikes da so blöd gebaut. Irgend so ein Crew, ja. Keine Ahnung. Die ruppen wir gleich wieder weg. So. Also, Koja, ich krieg die. So rausnehmen, bevor ich Hunger? Die Waffenkiste nicht auf. Einer. Doch raus, bevor sie da ewig drin ist. Also, komm in alle Kisten außer die Waffenkiste. Übrigens, in der oberen Holzkiste sind Rüstungen drin. Okay. In die Waffenkiste kommst du gar nicht, oder wie? Nein. Ich auch nicht. Komm ich auch nicht. Okay. Also, wunderbar. Dann müssen wir einmal. Nachher, ja. Ja. Genau, jetzt am besten im Ausgehen würde ich sagen. Wir haben ja eh schon wieder die Zeit voll. Also, Nacht 7 überlebt. Ich bin. Schockiert. Begeistert. Ich bin nicht. wirklich gut. Gefallen dir die Werkzeuge jetzt schon besser? Ja, da sind wir ja an der 3, über die 300. Ja, perfekt. Mhm. Perfekt, würde ich sagen. Genau. Also gut, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und mal schauen, wie weit wir dann kommen. Mit der Mauer. Mit dem großen neuen Projekt. Die chinesische Mauer? Was zu tun. Die chinesische Mauer, mindestens. Okay. Ach so Gott, schon wieder Unordnung. So, also dann bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao.